Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video hier auf dem Kanal. Lange ist's her. Heute am 15. Mai 2024 kam der neue Assassin's Creed Trailer raus. Eigentlich hieß das Ganze ja Project Red, das ja in Japan spielen soll. Mittlerweile heißt es aber Assassin's Creed Shadows. Und ja, wir schauen uns heute mal den offiziellen Weltpremiere-Trailer an. Er kam heute um 18 Uhr live, von daher ziemlich aktuell. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich bin ziemlich gespannt, denn ich glaube, Japan könnte ein interessantes Setting sein für Assassin's Creed. Let's go. Alright, ich bin ziemlich gespannt darauf. Let's go. Tout ce que j'ai jamais connu. Ma terre. Nos coutumes. Ma famille. Brûle au nom de l'unification. Tu es comme une grenouille dans un puits qui n'a jamais vu la mer. Les océans se remplissent de nouveaux navires, mais tous proviennent de la même rivière. Avarice. Vengeance. Mais toi, continueras-tu de suivre le fil de cette rivière ? Ou choisiras-tu un autre chemin, celui que l'on ne voit pas? Nous devons trouver cette voie, ensemble. Apprenons à faire confiance, à reconstruire. Diese Grafik und diese Details. Et à suivre la voie de la lame. Nous agissons dans l'ombre. Pour servir la lumière. Assassin's Creed Shadows. 15. November. Holy shit, Alter, das sah ziemlich nice aus. Ich dachte mir schon, dass das Setting wirklich sehr cool sein wird. Und ja, geflasht. Ich bin geflasht. Ich weiß, ich sollte eigentlich diese ganzen Assassin's Creed Spiele unbedingt mal spielen. Weil ich habe mal Assassin's Creed Origins sehr lange gespielt. Und eigentlich gefiel mir das sehr gut. Und ja,
ich glaube, beim letzten habe ich auch schon gesagt, bei Mirage, dass ich das spielen werde. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber gut, auch hier sage ich das gleiche wieder. Ich werde das Spiel hier spielen. Das sieht ziemlich geil aus. Ich mag das japanische Setting. Und das wirklich, das sah unglaublich gut aus. Ich bin gespannt. Es gibt noch ein zweites Video. Das werde ich gleich auch noch anschauen. Und ja, unglaublich cool. Wirklich. Auch die Musik, die Kulisse. Und es sah ziemlich farbenfroh aus, was ich auch gut finde. Weil die letzten Spiele ja eher so etwas düster waren von den Farben her oder eintönig. Von daher, ich bin ziemlich gespannt. 15. November, ab jetzt vorbestellbar. Ich werde alles unten verlinken und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen hier bei dieser Weltpremiere. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.